Resident Evil 6. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und wir begrüßen euch zurück zu einem neuen Resident Evil Teil, Resident Evil 6. Ja, ich sag wir, aber in Wirklichkeit sitzt hier gerade allein in meinem Zimmer. Und ja, mit wir meine ich mich und den Metal Mario Master. Wir haben schon Resident Evil 5 vor halbes Jahr, war das ungefähr, haben wir durchgespielt, ne? Und ja, wir werden natürlich auch den sechsten Teil spielen, ne? So, und ihr fragt euch jetzt dann bestimmt, warum sitze ich dann jetzt hier alleine, ne? Es ist ehrlich gesagt ein Tag bevor der Aufnahmesession, in der wir Resident Evil 6 aufnehmen, ne? Und ja, damit das hier alles ein bisschen Sinn macht, muss ich ein bisschen so erklären, wie das hier mit dem Speichern hier in Resident Evil oder mit dem Spielständen hier in Resident Evil 5 und 6 funktioniert, ne? Bei Steam ist das jedenfalls so, und ich glaube bei den Konsolenversionen ist das auch so, ne? Dass alle Waffen, alle Schätze, alle Upgrades, alles, was man so gekauft hat, was man in einen Spielstand geholt hat, für immer da ist, ne? Und selbst wenn man jetzt ein neues Spiel startet, von Kapitel 1 oder so anfängt, man wird immer irgendwie die Sachen alle haben, man wird immer die Schätze entdeckt haben, man wird das Geld immer noch übrig haben, außer man verballert hat alles, indem man sich irgendwie was kauft und dann wieder verkauft und kauft, dann wieder verkauft und so, ne? Es ist ein bisschen kompliziert. Worauf ich hinaus will, ist, man kann seinen Spielstand, sobald man einmal Resident Evil 5 oder 6 gestartet hat, nicht mehr zurücksetzen, ne? So. Deswegen habe ich, also man kann ihn zurücksetzen, ne? Das habe ich auch jetzt hier gemacht, ne? Und was man dazu machen muss, ist einfach hier einen bestimmten Ordner suchen, wo Steam hier die Speicherdatei reinspeichert, und den muss man dann löschen und dann ist alles weg, ne? Habe ich gemacht. Und ja, weil ich habe Resident Evil 6 schon mal gespielt, so vor, weiß nicht, 2 Jahren ungefähr, zum ersten Mal, ne? Und ja, damit ich natürlich wieder hier neu starten will mit den Metal Mario Master, habe ich dann hier kurz meinen Spielstand gelöscht. Und jetzt kommen wir darauf hin, warum ich hier alleine sitze, ne? Wenn man Resident Evil 6 zum ersten Mal startet, dann wird man sofort in so eine kleine Tutorial Stage reingepackt, ne? So eine Einführungslevel, ne? Wo man irgendwie so das Spielen lernt und die Story auch ein bisschen erklärt bekommt, ne? Nehme ich an, ich weiß das jetzt nicht mehr so genau. Und ja, diese Story-Level kann man nicht im Koop spielen, ne? Also man wird hier sofort reingespissen, ne? Ich drücke jetzt hier gleich weiter und dann komme ich direkt in so ein Einstellungsmenü und dann geht's schon direkt los, ne? Also man kann nicht irgendwie einen Partner einladen und so, also geht nicht, ne? So, ich und der Metal Mario Master, wir haben uns entschieden, dieses Intro zu skippen, ne? Weil können wir nur, ne? Wir können das nicht zusammen spielen, von daher müssen wir halt skippen. Aber damit ihr trotzdem so sieht, so wie der Anfang des Spiels ist und wie das Spiel so funktioniert und was weiß ich nicht alles, ne, habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt hier noch kurz die paar Minuten auf. Ich glaube nicht, dass das, ich meine mich zu erinnern, es war jetzt nicht so lange, ne, ich glaube so eine halbe Stunde oder so ist das erste Kapitel, so für ein Part reicht das auf jeden Fall noch. Und ja, ich habe mir gedacht, ich nehme das jetzt einfach mal so auf, ne, und dann im nächsten Part, welcher dann der zweite Part wäre, fängt dann sozusagen mehr oder weniger das Koop-Erlebnis an, ne? Also ja, ich setze mich jetzt hier kurz hin, ne? Ich mache hier ganz kurz diesen hier Level für euch, ne? Damit ihr alle Bescheid wisst. Und ja, dann kann ich euch mal so zeigen, ne? So, Einstellungen habe ich schon alles hier vorgenommen, ne? Also ich habe Bewegungsschärfe rausgemacht, weil ich weiß mittlerweile auch, dass das dafür da ist, dass das Spiel so verschwommen aussieht, wenn es sich bewegt, ne? Wenn man das abstellt, sieht das besser aus. Von daher habe ich das mal gemacht, ne? So, ja, sowas hier einzustellen ist irgendwie ein bisschen komisch, weil die Aufnahme immer so ein bisschen heller oder dunkler ist. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so. Und ja, gut, dann geht's jetzt hier direkt los, ne? Ich meine, es dauert nicht so lange, mal nur so 20 Minuten, 30 Minuten irgendwie, ne? Und ja, und dann im nächsten Part, dann geht's dann offiziell los. Also das ist so mehr oder weniger eigentlich schon so Part 0, ne? Aber ich wollte jetzt nicht irgendwie hier so uns hier mitten ins Geschehen ist hier so reinpacken und dann hätten wir irgendwie so gesagt, so ja,
im Spiel ist das und das passiert, ne, und da habt ihr alles verpasst, deswegen ja, nehme ich das hier noch ganz schnell auf. Und ja, der nächste Part, ich habe einen Tag später hochgeladen wird, da seht ihr dann den Master auch hier im Part und dann geht's offiziell los, ne? Okay, wie gesagt, ich habe das Spiel schon einmal gespielt. Ich glaube, nicht alle Stories habe ich gespielt, aber weiß nicht, mal gucken, wie das so abläuft. So, den ersten Unterschied, den ihr wahrscheinlich gleich bemerken wird, ne, ihr werdet sofort bemerken, im Gegensatz zum fünften Teil, das Spiel ist sehr ähnlich wie der fünfte Teil, aber auch ein bisschen anders. Ja, ja, schon direkt die Action los, ne? Kontrollpunkt. Ja, ich kann schon bewegen. Ja, drei Quick Time Events. Ja, ich spiele mit der Tastatur. Ich hoffe, der Sound und so ist alles okay, ne? Ja, wird schon, glaube ich, ne? Ja, da haben wir unseren Hauptcharakter. Einen unserer Hauptcharaktere. Na gut. Das Spiel ist extrem dunkel auf meinem Bildschirm, aber ich hoffe, es ist noch nicht vorbei. Ja, das ist schon der erste Unterschied. Ne, das Spiel ist auf Deutsch. Im Gegensatz zum fünften Teil. So. Ich will mal direkt hier gucken. Kann man den Untertitel anstellen? Wenn ich wüsste, wo. Oh, es gibt wieder Ingame-Dingens. Dann machen wir aber. Hier. Ist das jetzt an oder nicht? Spiel jetzt ein, ja. Ich habe jetzt gar keine Untertitel gesehen, also. So. Durchhalten, Helena. Da haben wir Untertitel. Ja, wir spielen als Leon. Als Leon Scott Kennedy, hier der Hauptcharakter aus dem vierten Teil. Ich halte sie nur auf. Gehen Sie. Ein Teil, den ich nie gespielt habe. Den ich aber besitze. Aber noch nie gespielt habe. So leicht kommen Sie nicht davon. Na los. Wie? Okay. Keine Ahnung, Seite, wir sind schon fast da. Durchgestanden. Jetzt wird nicht aufgegeben. Genau. Leute, die ich auf jeden Fall kenne. Drücke die Leertaste für Ausrufezeichen. Und wenn sie wieder präsent in diesem Spiel. Und jeder fragt sich natürlich, wird es wieder einen riesigen Felsen geben, den es zu punchen gibt. So. Storymäßig sage ich jetzt noch nichts. Einfach nur, weil ich selbst nicht mehr genau weiß, was hier gerade passiert ist, ne? Schon ein bisschen, ja. Fast geschafft. Das ist auch so eine kleine Auffrischung für mich. Das ist auch für mich eine kleine Auffrischung, ja, ne? Master hatte mir gesagt, er hatte das Spiel noch nicht gespielt. Also für ihn wird es ein neues Erlebnis. Für mich wird es ein zweimaliges Erlebnis, ne? Resident Evil 5 hatte ich schon Dutzende Male gespielt, ne? Also da kann ich schon in- und auswendig. Bei dem Spiel ist es halt nur so ein bisschen
wie gesagt, nur einmal gespielt vor 2 Jahren. Also ich werde wahrscheinlich auch nicht so gut abschneiden. Außerdem ist das Spiel, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ich meine, das Spiel ist ein bisschen komplexer und schwieriger als der 5. Teil. Hier drin muss irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten sein. So. Ich kann nicht rennen. Oder zielen oder irgendwas. Da, ne. Ne. Ich glaube, die Steuerung ist auch ganz schnell ein bisschen anders. Gute Soldaten so sterben zu sehen. Ah. Kräuter. Meins. Also ich habe jetzt gedacht, ich tue jetzt die ganze Pflanze so aus dem Fenster rausziehen. Leon, sind Sie da? Hannigan. Gut, Sie sind okay. Wo ist Helena? Es geht ihr nicht gut. Sie braucht medizinische Versorgung. Haben Sie noch Kräuter? Ein paar. Aber ob die helfen? Okay, hören Sie zu. Stopfen Sie sie einfach in Ihren Mund. So, genau. Hier ist nämlich so ein kleiner Unterschied. Das Inventar ist ein bisschen anders wie im 5. Teil. Oh Gott, wie war das nochmal? Mit Leertaste muss man bestätigen. Genau, aber hier muss man, in dem Spiel muss man nämlich, wenn man Kräuter miteinander verbindet, muss man die hier so, die werden jetzt hier so kleinen Dingern. Und da muss man die hier reinpacken. Also ich habe die Dinger mal Tic-Tacs genannt. Durchhalten, Helena. Die kann man benutzen, um sich selber und seinen Partner zu heilen. Ne? Also man hat nicht mehr so ein Spray wie im 1. Teil. Man hat so, man muss sich irgendwie diesen Vorrat unten rechts immer wieder hier auffüllen. Und ja. Zu viele gute Leute mussten ihr Leben lassen. Sie werden nicht dazu gehören. Leon. Oh nein, das ist der eine Typ. Was geht? Na? Ist ja auch nicht übel, dass ich ein Kraut genommen habe, oder? Hey, was geht? Okay, nah genug. Ich wollte es auch ankommen lassen. Da. So, wir haben eine Menge Quicktime-Events. Und keine Munition verschwendet. Man muss ständig auf der Hut sein. Ich hätte nur einfach erschießen können, aber ich wollte nur feststellen, ob er auch wirklich böse war, ne? So. Muss ich sagen, ich höre noch einen. Hm. Wie geht es Ihnen? Ich werde es schon überleben. Danke. Leon, was machen Sie denn? Sie müssen da weg, jetzt sofort. Wir gehen zum Quad Tower. Was? Nein, das ist zu gefährlich. Dort sind BSAA-Agenten mit Überlebenden. Ich lasse Sie nicht dort. Verstehe. Lassen Sie mich helfen. Ich zeige Ihnen den sichersten Weg. Na, ich habe wahrscheinlich gar keine Munition, ne? So. Ich habe das Feldhandbuch auf Ihren PDA geschickt. Im Notfall finden Sie da drin alles. Kann man hier irgendwie? Ich muss mal gucken. Aber ich nehme an, man kann hier nicht, ne? Man kann hier nicht. Also man kann hier nicht irgendwie jemanden einladen, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dieses Intro-Kapitel kann man nur alleine spielen, ne? So, hier können wir mal sehen, wo wir hin müssen als nächstes. Ich muss das langsam aufmachen. So, man kann sich während des Zielens in diesem Spiel bewegen. Ich tue die ganzen Sachen jetzt gerade selber wieder rausfinden. Boah. Was zum Teufel? So, man tut automatisch rennen anscheinend. Ne? So. Du musst mir helfen. Ganz vorsichtig. Ich glaube, wir sind in Raccoon City, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. So mit der Lore von
Resident Evil kenne ich mich jetzt nur von Resident Evil 5 und 6 aus, ne? Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob hier... Ich weiß, Hannigan war so die die Helferin von Leon im vierten Teil, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob Helena auch schon ein Charakter war, den man vorher kannte, ne? Aua! Was zum... Ja, genau, man kann mit Maus klicken. Guck mal, wie stark ich bin. Ja, man kann ja mit Mausklick jetzt hier. Aus dem Weg. Oh, danke. Oh. Sie kriechen aus ihren Löchern. Schneller Schuss, okay. Schutz allgemein. So, unsere AP-Leiste sind diese weißen Dinger da am Boden, unten rechts. Ne? Ach ja, wir haben eine Ausdauerleiste. Oh nee. So, ich weiß nicht, ob die Sachen hier einzusammeln irgendwie übernommen werden. Wenn das Spiel richtig losgeht, ne? Ich nehme es mal einfach mal mit. Sollte es drauf ankommen. Da ist noch mehr Muni. Weg. Oh, ich habe immer noch keine. Ja, ich glaube, wir sollten einfach mal weitergehen. Ne? Also, hier liegt aber so viel Zeug drum. Oh Mann. Oh. Weg! Ja, das ist da, okay. Ja. Da kommt noch ein Hubschrauber, der uns erlegen will. Oder auch nicht. Ich geh da mal, ne? Das halt, also nee, nicht festhalten, nicht festhalten, nicht festhalten. Du nicht. Und ja, man sieht, dass wieder ein Resident Evil, die ein bisschen auf Action auf sind, ne? Oh. Wie ist denn der gestorben? Da haben wir schon. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe aber im Kopf genau irgendwie so. So eine R-Taste einfach ist und man muss sie auch noch messen. Pass mal auf den Typen da hinten auf. Ja, ich wusste. Also, okay. That's all. Ja. Schmeiß ihn raus. Helena, halt mal ein bisschen still. Ausgezeichnet. Da, wenn du da. Mist! Festhalten! Helena, ich habe das Quicktime verpasst. Oh. Leon und Helena sind tot. Okay, das war ziemlich krass, aber wir sind jetzt vorbei, ne? Ah. Ah, Black Friday. Ach man. Eine weitere ja. Glückliche Landung. So, ja, okay. Ich finde das einfach nur klasse, wie
wie übertrieben actionlastig diese Teile sind. Wenn man das jetzt hier mit Resident Evil 7 und 8 so vergleicht, ne, diese Horrorspiele, ne? Das ist ja Tag und Nacht. Irgendwas ist hier faul. So, nicht irgendwo mein Inventar, ja. Also ich meine die Navigation in diesem Spiel ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen komisch. Ich muss mit dem Mausrad hier drehen. Damit E muss ich hier auswählen. Ich meine mich zu erinnern, es war ein bisschen komisch. Wo ist meine Ausdauer-Anzeige? Also. Ja, ich wollte mich nur umsehen, okay. So, ich habe das Gefühl, hier kommt jetzt noch irgendwie so ein Boss oder so. Er schläft. Noch nicht genug? Und ja, ich glaube, das war's. Resident Evil 6. Ist ein bisschen merkwürdig, dass sie Resident Evil 6 sagen, ne? Obwohl das Spiel Englisch ist, ne? Und ja, ich glaube, das war's, ne? War genauso kurz, war sogar kürzer, war so 15 Minuten ungefähr, ne? So, gut. Und das war's dann auch hier mit diesem Part, ne? So, wie das jetzt beim nächsten Mal ablaufen wird, ne? Ist. Ich habe noch nicht mit dem Master darüber gesprochen, aber in diesem Spiel gibt es 4 Szenarien, ne? Ich glaube, Adas Szenario ist, glaube ich, DLC sogar, ne? Ja, es gibt Leon, Chris und Jake, ne? Und jedes von diesen Szenarien ist mehr oder weniger so so eine eigene Story. Und ich habe mich noch nicht so abgesprochen mit dem Master, in was für eine Reihenfolge wir spielen. Wahrscheinlich gehen wir in Dings in der normalen Reihenfolge, aber ich weiß es nicht, ne? Und ja, also beim zweiten Part wird es dann offiziell losgehen, ne? Aber hier, ich sag dann mal, das war's für diese Folge, ne? Und morgen geht's dann mit dem echten Koop los, ne? Und dann werden wir mal sehen, wie es so abläuft, ne? Was für eine Schwierigkeit wir wählen, mit welcher Story wir anfangen, wer wen spielt, ne? Weil es sind immer zwei Leute, die man spielt, ne? Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Mir macht Resident Evil 5 und 6 richtig Bock, ne? Ich finde die Spiele so ein bisschen lächerlich, ne? So von dem von den ganzen actionlastigen Szenen und so, ne? Ich meine, das Intro gerade, ne? Also wir hätten irgendwie 5-mal schon sterben müssen, aber ich finde das klasse. Es ist so stumpfsinnig, man muss es einfach lieben, ne? Und ich habe keinen anderen Vergleich mit den anderen Resident Evil Spielen, von daher kann ich jetzt nicht sagen, was besser oder schlechter ist. Aber ich freue mich, ne? Und ich hoffe, ihr freut euch auch, ne? Gut, das war's für mich schon, ne? Kurzer Part. Ich weiß nicht, wie lang die nächsten Parts sein werden, aber wahrscheinlich ein bisschen länger. Und ja, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen, bei jedem, der ja vorbeigeschaut hat, ne? Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder irgendwas anderes Cooles, ne? Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Tschüssikowski.